Kapitel 8. Natürlich leiden Klone auch. Was lässt sie glauben, sie täten es nicht? Sie waren seit über 2 Jahren ununterbrochen im Krieg, und zwar in einem harten Krieg. Bei Gefechtsstress geht es nicht darum, ob, sondern um das Wann. Würde die GEA aus durchschnittlichen Menschen bestehen, hätten sie jetzt keine funktionstüchtige Armee mehr. Bei Klontroopern handelt es sich um optimierte Menschen, und nur 2% der Bevölkerung könnten jemals so robust, belastbar und aggressiv sein wie diese Männer. Aber schindet man sie derart und lässt ihnen keine Pause, gönnt ihnen keinen Schlaf und gibt ihnen keine Unterstützung und keine Möglichkeit abzuschalten, dann werden auch sie letzten Endes daran zerbrechen. Dr. Meech Galamar, Kuivaldar und medizinischer Berater der Sonder-Einsatzbrigade, in Bewertung der Behauptung des Verteidigungsministeriums der Republik, Klone könnten nicht wie andere Menschen unter Gefechtsstress leiden, da sie kein anderes Leben kennen und dafür gezüchtet wurden. Transitmesse Deck N, GA-Station Nerif, 1910 SZ, 996 Tage nach der Schlacht von Geonosis. Die Vorteile eines völlig isolierten Helms hatten sich Dame noch nie so deutlich gezeigt wie jetzt. Er konnte vor den Augen eines jeden vorübergehenden Troopers dasitzen und toben, und solange er sich nicht dabei bewegte, würde niemand etwas merken. Es herrschte wenig Privatsphäre in diesen Behelfskasernen. Omega Squad drängte sich in einem offenen Vier-Kojen-Bereich, Sinnbilder entspannter Ruhe für jeden, der vorüberging. Aber das Innere ihrer Burkese war eine Privatarena für qualvolle Gespräche. Die einzige Schattenseite bestand darin, dass man seine Körpersprache unterdrücken musste. Doch diese Fähigkeit lernte jeder Klon in dem Augenblick, in dem er begriff, dass das Innere seiner Rüstung einen Privatraum bot, in den die Kaminoaner nicht eindringen konnten. Damen fragte sich, wie viele Jedi-Generäle wohl wussten, dass das Vertraute verstanden nicht annähernd den Kommentaren ähnelte, welche außer Hörweite der Offiziere über private Kanäle zwischen den Brüdern ausgetauscht wurden. Hey, Schab, da, was wirst du jetzt tun? Fragte Etin. Ich weiß es nicht. Viel weiter war Damen in der vergangenen Stunde nicht gekommen. Er wusste nicht einmal, ob er wütend war. Das einzige in etwa vergleichbare Gefühl hatte er erlebt, als Jay, Vin und Taylor getötet wurden und der darauf folgende unmittelbare Kampf ums Überleben vorüber war. Es war eine Mischung aus Ungläubigkeit und Taubheit gewesen, ein körperlicher Schmerz in seiner Brust und die völlige Unfähigkeit, klar zu denken. Ich weiß es einfach nicht. Er braucht überhaupt nichts zu tun. Meiner hatte auf Sergeant geschaltet und versuchte, die Stimme der Zuversicht in der Krise zu sein. Es gibt nichts, was er tun kann. Das Baby ist eine Tatsache. Es wird versorgt. Es gibt keine Vorschrift, die besagt, er dürfe kein Kind zeugen. Und Ethan wird ihn wohl kaum auf Unterhaltszahlungen verklagen, oder? Alles, was er zu tun hat, ist, sich mit der Tatsache abzufinden, dass sie Sharp nochmal ein Kind in die Welt gesetzt hat, ohne sich die Mühe zu machen, es ihm zu sagen. Keine große Sache also, meinte Ethan mit fest verschränkten Armen über der Brust. Es war eine gute Methode, jedwede Geste zu vermeiden, die Außenstehenden einen Hinweis gegeben hätten, was vor sich ging. Er braucht sich nur betrogen zu fühlen. Das kriegt er hin. Cor hatte das ganze Gespräch über den Mund gehalten. Bei weniger persönlichen Themen mochte er grässlich geschwätzig sein, aber er wusste, wann er sich rauszuhalten hatte. Da hatte das Gefühl, darin würde sich der echte Cor zeigen, und er mochte ihn dafür umso mehr. Damen wagte sich in Bereiche vor, an die er eigentlich nicht einmal denken wollte. Kalbo, ihr wusste es. Schon, aber du hast gesagt, Ethan würde ganz schön in der Ossig sitzen, wenn die jede Gedankenpolizei auf die Schliche kommt. Nein, er schien auf mildernde Umstände zu plädieren. Und holen die sich nicht das Baby? Sie hatte ihre Gründe. Aber sie hatte es ihm erzählt, ohne dass sich das Risiko für Grad verringert hätte. Es ging um die Annahme, dass das Baby machtsensitiv sei, oder wie immer sie das nannten. Das machte keinen Jedi aus ihm. Damen sehnte sich nach ein paar vernünftigen Worten von Yusik. Er hätte die passenden Worte. Und wenn nicht, hätte er zu der Sache immer noch ein paar Weisheiten auf Lager, die es Damen ermöglichen würden, das Positive darin zu sehen und davon ausgehend den Faden wieder aufzunehmen. Es fiel auf, dass sein erster Gedanke gar nicht darin bestanden hat, Skirata sein Herz auszuschütten. Da, sagte Cor vorsichtig, willst du das Kind denn nicht? Doch, das tue ich. Es rutschte einfach so heraus. Ich dachte, es würde mich nicht interessieren, aber er ist mein Sohn. Das bedeutet, da ist mehr von mir als nur das, was hier sitzt.
Ich kann es nur schwer erklären, aber es spielt eine Rolle. Es macht mich zu jemand anderem. Gewöhnliche Menschen wuchsen mit dem Wissen auf, was eine Familie war und was Eltern taten, auch wenn sie keine hatten. In Damens vollkommen künstlicher Welt auf Kamino, während der Jahre, die ihn am meisten geprägt hatten, hat er etwas Grundlegendes begriffen, dass es so etwas wie einen Vater gab. Und Karls Kirata hatte diese Lücke in seinem Leben ausgefüllt. Von Zeit zu Zeit hatte er Jango Fett gesehen und dessen Sohn. Und er wusste, dass er von den Zellen dieses Mannes abstammte. Aber er hatte nie so eine Verbindung zu ihm gespürt wie zu Skirata. Menschen waren wie alle anderen Kreaturen in der Galaxis auch. Ihr Instinkt ließ sie sich vermehren und um ihren Nachwuchs kümmern. Und Menschen zu klonen und den Bottichen heranzuzüchten, änderte daran nicht das Geringste. Ich wette, Kosal wäre schockiert gewesen, wenn sie gewusst hätte, was für unordentliche Leben ihre, ach so, vorhersehbaren Kloneinheiten führen, meinte Kor. Hätte ihr bestimmt nicht gefallen. Geradezu ein Jammer, dass sie tot ist. Wäre schön gewesen, ihre Reaktion zu sehen. Naina klickte verdrossen mit den Zähnen. Naja, damit kannst du die praktischen Probleme vergessen. Und wir bringen dich durchs Stimmungstief. Wie wir es immer tun. Wurde an, richtig? Tatsächlich lag Naina falsch. Er lag sehr falsch. Damen bewegte sich auf Boden, den er nie zuvor betreten hatte. Und es ging um mehr als nur die plötzliche Erkenntnis, dass er irgendwo da draußen einen Sohn hatte. Es ging um Vertrauen. Die ganze Galaxis bestand aus Lügen. Und selbst sein Job basierte zu großen Teilen auf Täuschung. Aber solange es einen Bereich gab, der real war und der nicht unter seinen Füßen zerbröckeln würde, fühlte er sich sicher. Dieser Halt war nicht Ethain, es war Kaibuia. Er wusste es, sagte Damen, und hat es mir nie gesagt. Kerl, fragte Kor, warum wollte er es mir nicht sagen? Weil er wusste, dass du die Wände hochgehen würdest, so wie jetzt. Habe ich dazu nicht das Recht? Ich meine, er hat mir immer gesagt, ich wäre ein Mann mit dem Recht, mein Leben selbst zu lenken. Aber jetzt beschließt er, was gut für mich ist und was nicht. Naina meldete sich zu Wort. Mach mal halblang. Kaibuir war ja wohl nicht derjenige, der schwanger wurde und nichts davon gesagt hat. Nun, wenn er einen Grund dafür hatte, es mir nicht zu sagen, dann entweder, weil er meinte, ich sei zu blöd, um damit fertig zu werden, oder weil er Ethans Probleme für wichtiger hielt. Ich meine, es ist doch nicht so, als würde ich es irgendwem weitersagen. Oder, spekulierte Naina, er war der Meinung, du und Ethan wärt erwachsene Menschen und hat sich deshalb aus euren Privatangelegenheiten rausgehalten. Das machte Sinn, wie immer bei Naina. Aber es besänftigte Damen kein bisschen. Er begann auf konkrete Gedankengänge zu stoßen, die sich aus dem Nebel schmerzhafter Gefühle herauskristallisierten, und drei davon stachen wie Felsen hervor. Dass ihm Menschen nicht trauten, die er liebte und auf die er sich verließ. Dass er sich nicht mehr sicher war, ob er ihnen vertrauen konnte. Und dass er ein namenloses, formloses, verzweifelt animalisches Bedürfnis verspürte, seinen Sohn zu sehen. Selbst wenn er nicht genau wusste, was ein Vater in seiner Situation hätte tun sollen. Nun, daran konnte er sich festklammern. Und er wusste, was ein Vater zu tun hatte. In Skirata hatte er das seiner Meinung nach beste Vorbild dafür gefunden, obwohl jetzt Zweifel daran an ihm nagten. Er sah nach den eingetroffenen Übertragungen auf seinem Hut. Wenn er entschied, sie nicht über den Sprachkanal zu beantworten oder das nicht konnte, dann wurden sie zum späteren Lesen als Text abgespeichert. Skirata hatte versucht, ihn über die gesicherte Verbindung zu erreichen. Ethain hatte gerade eine Erinnerung hinterlassen, dass die Einschiffung nach Triple Zero, Kausan, Cory, Drip-Zip oder wie auch immer sie es nennen mochte, denn es war ihm im Augenblick egal, auf 0600 eingesetzt war. Er wollte sie nicht vor den Kopf stoßen. Er wusste nur noch nicht, was er sagen wollte, ganz zu schweigen davon, wie er auf ihre Antwort reagieren sollte. »Hey, das wird schon wieder da«, sagte Ethain ruhig. »Die Höhen und Tiefen, wenn man mit einer Frau zusammen ist. Wären wir auf ganz normalem Weg auf Curry geboren worden, hätten wir das alles Stück für Stück gelernt.« Damen war gewillt, auf Ethain zu hören. Naina war in Sachen Frauen immer nur Meistertheoretiker und Kors Romanzen hielten sich dank Mirils Einfluss immer nur so lange, wie er sich in irgendeiner Stadt aufhielt. Ethain hatte Lasema und er wusste, woher der Wind wehte, auch wenn er sich noch nie den Kopf darüber zerbrechen musste, dass es ein Kind gab, von dessen Existenz er nicht gewusst hatte. Früher war alles so einfach, seufzte Naina, aber es klang, als würde er mit sich selbst sprechen. So war es auch. Aber jetzt war das Leben nicht mehr einfach.
und damit verstanden den sprichwörtlichen Segen der Unwissenheit. Zweimal so schnell aufzuwachsen, wie es die Natur vorgesehen hatte, tat auf mehr Arten weh, als er zunächst gedacht hatte. Er hatte nie die Zeit gehabt, sein Herz zu stählen.